Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Ein Eisbär mitten in Mecklenburg? Hier handelt es sich um ein 3D-Ziel und es wird beschossen. Der Groß-Niendorfer BSV lud zum ersten Südschweden-Parcours in das Evita-Forum Demen. Die Bogenschützen kamen für dieses Event aus allen Richtungen, Schleswig-Holstein, Brandenburg oder wie hier Nicole Pigat und Mike Voss vom Stargarder Burgverein. Gemeinsam mit Jörg Gebheim vom Groß-Niendorfer BSV bilden sie eine Gruppe, laufen mit ihren Langbögen die 30 Ziele ab. Und die sind extrem unterschiedlich, von riesengroß bis sehr klein. Danach richtet sich auch die Entfernung der Schützen vom Ziel, ca. 25 Meter bei kleinen Zielen bis hin zu 60 Meter bei größeren Objekten. Das ganze Tier ist im Prinzip als Körpertreffer, das würde dann hier rundherum sein, und Kopf und Schwanz und Beine, außer natürlich die Hufe, die zählen nicht. Und natürlich das Gehirn zählt auch nicht als Treffer, auch wenn da Pfeil drin steckt, ist aber kein Körpertreffer. Natürlich das Beste ist natürlich das Kill, das wäre jetzt hier das Innenkill, diese beiden Kreise. Und das große Kill ist jetzt hier diese Abtrennung und das wird, also in der Mitte wird es natürlich noch ein X dazu geben, ansonsten gibt es am meisten Punkte, das Kill zu treffen und Körpertreffe natürlich auch. Und dann richtet sich das immer noch danach, mit wie vielen Pfeil wir getroffen haben. Wir schießen heute eine Dreifallrunde. Das heißt, der erste Pfeil trifft und wenn man mit dem dritten Pfeil zuerst trifft, hat man natürlich weniger Punkte als mit dem ersten. Heute ist es ein Spaßturnier, keine Qualifikation, trotzdem ist der Ehrgeiz hoch, gleich mit dem ersten Pfeil zu treffen. Mehr als 40 Teilnehmer waren an zwei Tagen dabei. Die Freiluftschützen hatten Glück mit dem Aprilwetter. Ja, eigentlich spielt es schon eine große Rolle, weil man freut sich, wenn man im T-Shirt schießen kann und dass natürlich die Sonne scheint und es alles schick ist. Das ist natürlich das Optimale. Heute ist das Wetter auch okay. Es regnet nicht, das ist viel wert, weil Regen mögen wir gar nicht. Es ist ziemlich unangenehm, im Regen zu gehen und wir haben schon gehabt, 8 Stunden Regen gehabt. Das heißt, nach 3 Stunden ist man so durch, dass einem alles ganz egal ist. Die Brille laufen die Regentropfen runter, diese Puschel sind weg, die Bogensehne wirft Wasser weg und die Pfeile sind dann natürlich so, dass sie eben die Federn gar nicht mehr da sind, dass sie ganz eng anliegen und wie eine nasse Katze aussehen und das natürlich nicht so schön ist. Es gibt aber ganz wenige Leute, die bei Regen so ein Turnier abbrechen. Die meisten sagen, wir müssen da durch, es ist halt Sport und wir schießen eben auch im Regen. Seit Oktober kann der BSV Groß-Niendorf die Natur auf dem ehemaligen NVA-Gelände nutzen. Seit Frühjahr wurde das Turnier geplant. Zum Glück verfügt der Verein über viele erfahrene 3D-Schützen wie Jörg Gebheim. Da finden sich beim Gang durch das Gelände immer gute Ideen. Dann geht man hier mit mehreren Mann durch und sagt, Mensch, da könnte hinten ein Bär stehen. Ja, das wäre schick. Und dann, ja, der Flock könnte dann da stehen oder sowas. Genauso wie wir hier gesehen haben. Also dieser Baum, den haben wir gesehen. Hier muss eine Katze ran, hier muss irgendwas dran hängen. Und dann, wie gesagt, dann kam sie eben ran hier. Und von oben, vom Wald aus zu schießen, also ist auch nicht ganz einfach, der Schuss. Vor allem da sehr viel Geäst hier rundherum ist und die auch nicht sehr groß ist. Und man kann auch sehr gut, was immer sehr, sehr gern gemacht wird, genau zwischen Tier und Baum durchgeschossen. Das ist immer so passiert. Ne? Und das ist natürlich dann kein Treffer. Er hat dem Südschweden-Parcours zu seinem Namen verholfen. Der große Elch ist die neueste Anschaffung des Bogenschützenvereins und dessen ganzer Stolz. Entsprechend groß ist auch die Entfernung, was den Schuss nicht zwingend leichter macht. Gerade wenn viele kleinere Gruppen durch das Gehölz laufen, muss klar sein, dass alle sicher sind. Wenn man solche Tiere, großen Tiere stellt, dann muss man halt auch darauf achten, dass eben die Sicherheit gewährleistet ist. Man kann ja nicht hinten irgendwo Leute langlaufen lassen, dass eben da welche angeschossen oder erschossen werden. So ist es auch nie vorgekommen bei so einem Turnier. Und wie gesagt, Sicherheit wird immer darauf geachtet, dass die hinten Schussbahn frei ist. Und so wie man hier sieht, das Absperrband, dass man auch da nicht hintergeht. Also wenn die Leute hinter den Pfeil suchen, gehen die nach da weg. Und also Sicherheit ist eines der größtgeschriebenen Sachen bei uns halt. Und ansonsten würden die Turniere nicht stattfinden können halt. Sicher und vor allem anspruchsvoll, so sieht der ideale 3D-Parcours aus. Ob Entfernungen, die durch Baumfluchten weiter oder dichter erscheinen, Tiere, die farblich schwer von der Umgebung auszumachen sind, oder einfach mal freischwebende Ziele. Ja, das ist eigentlich ein fliegender Milan. Eigentlich schießt man die, dass die eben von unten geschossen werden und mit Sicherheit nach oben. Aber hier haben wir es schick gefunden, eben halt mit dem Backstop hinten hinzustellen und so freischwebend zu gestalten. Im Normalfall ist hier eine Körperabtrennung drauf, dass Schwanz und Flügel rausgehen.
Wäre natürlich bei der Landesmeisterschaft nur dieses der Körpertreffer, aber da wir ein Spaßturnier schießen, haben wir gesagt, das ganze Tier zählt als Körpertreffer. Also Flügel, Schwanz und wie gesagt, Schnabel von mir aus auch, aber den trifft man ja doch sehr schlecht. Die Premiere des Südschweden-Parcours, ein voller Erfolg. Das nächste große Ereignis des BSV Groß-Niendorf lässt aber auch nicht mehr lange auf sich warten. Das Waldseeturnier beginnt Anfang Juli. Da geht es dann um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.